Willst du eigentlich kommen, Junge? Ne, kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Da kann ich auch nicht dafür. Wir hatten doch nichts früher. Wir hatten doch nichts. Er redet Deutsch. Ich rede Deutsch. Ja, jetzt habe ich dich verstanden, Opfer. Wunderbar. Kann ich nicht verstehen, echt? Na, da kann ich nichts für. Dann müsste ich abmachen. Vom Acker. Ja, ja, komm mal nach Westerhausen, Alter. Wo ist denn das? Wenn du die Kraft kommst, dann nach Westerhausen zum Bahnhof, ja? Wo ist denn das? Ja, was denn nicht, wo Westerhausen ist? Nee. Wo wohnst du denn? In Sachsen-Anhalt. Wo wohnst du? In Hackpfeffe, in Sachsen-Anhalt. In Anhalt oder was? Sachsen-Anhalt. Aha, das ist ja ganz toll weit weg, ne? Na? Ja. Es ist ein bisschen schlecht dahin zu fahren. Ich hab auch schon ein bisschen Pfeffi getrunken. Da kann ich jetzt nicht nach Westerwald fahren oder wo ihr da wohnt. Na? Halt einfach die Fresse und schreib Annabelle nicht mehr an. Na dann ruf mich doch nicht mehr an! Du rufst mich auch ständig an und machst Telefonterror bei mir! Hör auf mit deinem Telefonterror bei mir! Aber wer hat denn angefangen mit dem Telefonscheiß? Ich hab ja auch nichts gemacht hier! Ich trinke hier meinen Teddy! Mit meinen Kumpels hier am Stammtisch! Euer Kumpel ist hier, soll ich immer sagen, wie hier alles ist? Na, dann mach ich mal! Dann fangen wir mal an hier. Ja, komm mal her, dann siehst du, wer hier alles ist. Na komm, du mal nach Hackwiffel, dann sehen wir weiter. Ja, du kleiner Scheiß, auf die Pisser, ey. Oh, mach mal nicht mal auf, ach, hat sie aufgelegt. Gib's mir heute auf, ich schreck. Nun ist sie wieder los. Alter, halt deine Fresse, du abgefuckter Spaß, ich komm nach Westhausen, Alter. Wir polieren dir die Fresse, du kleines Opfer mit kleinem Schwanz, Alter. Junge, ich kenn dein Dorf nicht, Junge. Ich mach euch kaputt, du abgefuckter Wichser. Machst du meine Schwester an, machst du meine Cousine an. Ich fick dein Leben, du abgefuckter Wichser, Alter. Rufst du noch einmal hier an. Ich schwöre, ich ruf euch auf, ich find euch. Ich mach euch kaputt. Ich hab keine Ahnung, wer du bist, Junge. Komm mal klar, hier. Mach dir noch einmal hier Terror. Ich find euch. No. Na, dann freu ich mich, mach's gut. Hallo? Junge, ich dachte, rufst du einmal hier an. Ich hab nie bei euch angerufen. Ihr ruft mich doch die ganze Zeit an. Aber ich will doch endlich mal schlafen, ja. Ihr ruft mich hier dauernd an. Ich komm nicht mehr zum Pfeffi trinken. Kannst du mal aufhören mit deinem Telefonterror, Junge? Hallo, hör mal auf mit deinem Telefonterror hier. Was willst du? Ihr ruft mich ständig an, ne? Aber ich hab keinen Bock drauf, ich will nicht mal auf Heavy trinken hier. Ja, komm halt vor, Alter, du rufst die ganze Zeit an. Nein, ihr ruft mich an. Komm nach Hause, kleiner Pimmel. Ich kenn deinen Kaffee nicht einmal. Ich geh gleich von euch, ich mach euch kaputt. Na, wo ist denn Westerhausen? Ich kenn den Ort nicht mal. Ihr ruft mich doch die ganze Zeit an. Ihr ruft mich die ganze Zeit an. Oh, das hab ich aufgelegt. Nächster Anruf, Take 3. Mach was nun für hier los. Mach laut, mach laut. Hallo? 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 Bitte? Ja, Hauptkommissar Berger hier. Achso, schönen guten Tag. Was ist denn da los? Ja, nichts ist los. Ja, ich werde die ganze Zeit angerufen hier. Wie ist die ganze Zeit angerufen? Von wem denn? Ja, weiß ich nicht, der bedroht mich die ganze Zeit. Und sagt, ich soll nach Westerhausen kommen, ich kenne den Ort nicht mal. Wo kommst du überhaupt weg? Aus Hackpfiffe in Sangerhausen. Was? Aus Hackpfiffe in Sangerhausen. Aha. Was ist das? Bei Sangerhausen in Sachsen-Anhalt ist das.
Ich rufe ja keinen an, ich werde die ganze Zeit angerufen. Das wird mich aber, was soll, verstehe ich nicht, egal. Ja, ich verstehe es auch nicht. Da muss ich ja sagen, ich verstehe nicht so schlecht hier. Na, da kann ich nicht dafür. Ach so, da kannst du nichts für. Nee, so ja, wollte ich aufgezogen. Ich weiß auch nicht, was hier alle los ist. So. Ja, da war gerade ein ziemlich aggressiver Junge da, der hat mich angerufen und die sagt hier, ich soll nach Westerhausen kommen und der sticht mich ab mit 15 Jungs und keine Ahnung. Ja, aber ich habe vorher erfahren, dass du irgendwelchen Weibern nicht eine Scheiße geschrieben hast. Jetzt war ganz auf dem Tisch hier. Ja, was für eine Scheiße habe ich geschrieben? Dass du hier irgendwelchen SMS geschrieben hast. Wenn das nur einmal vorkommt hier, dann gibt's aber richtig Rabatt an. Schicke ich die Nummer zum Bullen, wenn du nicht entscheidest, ja? Ja, das hat derselbe Junge vorhin auch gesagt. Ich weiß ganz genau, dass du jetzt ein Neffing geschrieben hast. Ja, dann kann ich auch sagen, dass ihr mich bedroht, kann ich auch sagen. Hast du die SMS geschrieben oder nicht? Nö, ich hab ja nichts gemacht hier. Ich hab Pfeffi getrunken am Stammtisch. Pfeffi getrunken. Das ist ein Unterschied. Das ist wohl ein Unterschied. Da sehe ich eine Differenz. Du bist denn ganz dicht, bist du? Nee. Ich glaube ja nicht mehr. Ja, was willst du denn von mir? Ich bin ja am Verzweifeln. Oder hat die freie Wahl, sag mal. Ja, ich habe die SMS irgendwo alle gelesen, die du hier verschickt hast. An irgendwelche Leute da, an die Weiber. Du pass mal auf, ich bin hier auf einer Feier. Ich habe ja nichts gemacht. Ich habe einfach nur Pfeffi getrunken hier am Tisch. Mein Handy liegt hier rum und ständig fast angerufen. Ja. Ja, mittlerweile weiß ich ja Bescheid. Was steht denn drin? Gut. Ja, sind wir uns ja einig hier, oder was? Ja, sind wir uns jetzt einig. Na gut, dann freue ich mich. Dann trinke ich jetzt noch einen auf dich und dann wünsche ich noch eine angenehme Nachtruhe. Ja, Roland. Richtig. Ich bin toll. Okay. Trink mal 52 Meter, dann läuft das. Jawohl, mach ich, Jungs, Fräulein. Alles klar. No? Ich hoffe nicht. Ne? Was? Oh nein, ich muss ja, aufschicken. Oh nee, ich klicke. Nimm an, nimmt auf. Ja, jetzt ist aber das letzte Mal hier, Junge, sonst ist hier Achterbahn. Was ist denn jetzt schon wieder los? Mach laut. Laut. Mach doch laut. Ja, du, pass mal auf, meine Nummer brauchst du nicht mehr rausfinden, weil die rufst du gerade an. Ich weiß, dass du nicht hier in Melle wohnst, das weiß ich mittlerweile schon. Durch meinen Kollegen bei... Ich wohne in Hartfelfeld, das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt. Wenn du noch einmal sagst, von wegen, dass du hier in der Nähe wohnst, obwohl du das gar nicht tust, ne? Du bist sowas von dran. Du hörst mir gar nicht zu, habe ich den Eindruck. Da läuft aber nicht was ganz richtig hier. Du hörst mir nicht zu. Du hörst mir nicht zu. Na, dann ist er ja mein Freund, wenn er zurück ist. Dann gebe ich dem 100 Euro und dann ist die Sache besiegelt, würde ich mal sagen. Dann kommst du nach Westerhausen, dann ist es ein gegen ein, dann ist es der. Auch wenn ich der Kassierer, dann ist es... Na, Westerhausen, das finde ich nicht mal auf der größten Landkarte, Junge. Das ist ja tiefstes Ghetto, glaube ich. Da ist der Hartwüffel zum Großmeister gewesen. Ja, hallo? Du, meine Nummer, pass mal auf, meine Nummer brauchst du nicht mehr rausfinden. Weil die hast du gerade eben gewählt und ich bin ja am Apparat dran. Also das Problem haben wir schon mal hinter uns. Ja? Schon lange. Und wenn dein Bulle da, wenn der korrupt ist, dann gebe ich dir mal 50 Euro in der Hand, so auf die Kralle, und dann ist das Problem auch hinter uns. Weil dann ja, ist er bestochen. Du musst dir auch 100 Euro auf die Kralle geben. Dann gebe ich 150. Die Missfreundschaft wichtiger und vor allem so eine Scheiße nicht. Ich glaube ja nein. Und gerade eben hat mir schon ein Kumpel von dir angerufen. Ich würde jetzt sofort mit meinem Bruder zu dir fahren und ein gegen ein Fenster einschlagen und in deine Wohnung rein. Mir ist scheißegal, Alter. Dein Bruder gegen dich. Du bist ein Kind, du motherfucking Wichser. Wenn du wüsstest, Alter,
Du, von dem guten Umgangston hast du in deinem Elternhaus am Lüftel gelernt, oder? Ja, du laberst doch ein Stück hier, ich komm hier auch nicht zum Wort. Na, dann zeige ich dich aber bald mal an hier, da wird aber Zeit, dass du hinter schwedische Gardinen kommst. Ich kenn deinen scheiß Kaffee nicht immer, hallo. Diese dummen Leute, ich hab die ohne jegliche Waffen gekillt. Na, alle Achtung, Junge. Feiglinge, Feiglinge wie dich. Wenn du dich nicht mal traust, hier hinzukommen, du kleines Opfer mit kleinen Wachteleiern, Alter. Du bist so ein Opfer. Du bist so ein bisschen kreativ, das müsst ihr schon sagen. Ganz schön unterhaltsam, da haben wir was zu lachen hier, die Runde. Also ich kann ja nicht mal verlachen, weil du bist ja schon kreativ. Du, wie du dich artikulierst, das freut mich. Mit Wachteleiern und hier deinen 7 Opfern, die du alle schon zu Opfern gemacht hast. Und da freue ich mich drauf. Wenn du mich noch ein paar Mal anrufst, da... Darf ich mal ganz kurz unterbrechen, bitte? Ja, das hast du schon mehrmals gemacht, aber darfst du ruhig wieder machen. Ja, okay, ruhig weiter. Ich möchte nur eins darum bitten. No? Entweder ich will das jetzt ehrlich auf dem friedlichen Weg machen oder auf dem unfreundlichen Weg. Entweder lässt du das jetzt wirklich sein oder ich rufe meinen Bullen an, der deine korrupte Adresse rausfindet und will dich dann besuchen. Oder ich möchte dich einfach bitten, das friedlich zu lösen und die Mädels einfach in Ruhe zu lassen. Ja, ich versuche die ganze Zeit friedlich zu sein. Ich versuche die ganze Zeit hier friedlich zu sein, aber du laberst die ganze Zeit von wegen hier Messerstecherei und hast sie nicht gesehen und das finde ich nicht so friedlich hier, ne? Da halte ich nicht viel von. Ich eigentlich auch nicht, nur wenn es nicht anders geht und du die ganze Zeit Terror machst und ich eben schon angerufen habe und du trotzdem weiter Terror gemacht hast, 3 Minuten später die beiden Mädels 2 SMS gehabt haben von wegen, oh, ihr seid so geil. Das habe ich nie in meinem Leben geschrieben. Das dementiere ich lauthals doch. Hallo, hey, halt die Schnauze! Doch, das ist aber nicht sehr freundlich von dir. Hallo! Guten Tag, mein Name ist Hans. Hallo, jetzt halt mal kurz leise. Okay, ich bin ruhig. Dass ich in der Nähe wohne, halte ich für ein Gerücht, weil alleine jetzt von deinem Dialekt her würde ich sagen, dass ich woanders wohne als du. Würde ich auch ganz spontan sagen, nur viele können ihren Dialekt ganz spontan verändern. Und das ist mir scheißegal. Aber dann sprichst du mit fremder Zunge. Darf ich jetzt mal ganz kurz ausreden? Jawohl. Ich will nur hoffen für dich, dass es jetzt aufhört, ansonsten haben wir wirklich ein Problem. Und ich will nur hoffen für dich, dass du jetzt noch einen schönen Abend hast, dass du jetzt noch Spaß hast. Ja, und ich würde mich auch freuen, wenn die ganzen Telefonterroranrufe immer aufhören langsam. Das wird aufhören, wenn du die Nummern löscht. Ja, okay, da habe ich schon längst getan, aber es hört nicht auf. Ja, wenn ich jetzt hoffe, dass keine weiteren SMS mehr kommen, sonst hast du weitere Anrufe. Und zwar nicht nur Anrufe, sondern auch Besuche. Na okay, dann warten wir mal ab hier und dann gucken wir mal, ob wir das alles friedlich lösen können. Ja, das habe ich gestern schon gemacht. Na, mach's gut, Junge, mach Eier. Alter, ist das geil. Auch wenn du schreibst, ich finde das auch geil, dann hast du niemals geschrieben. Ich wohne in der Nähe, hä? Kann das echt vorne essen?